Da bin ich sehr gespannt, was Felipe Massa heute bei diesem Rennen zeigen kann. Dass das Potenzial im kleinen Brasilianer schlummert, das wissen wir alle. Dass er in jedem Team schon prophylaktisch die Nummer 2 ist, leider Gottes auch. Samba-Zeit Vielleicht und können wir heute die. Angezeigt Na und damit super. Zeit für das heutige Jawohl, Rennen im in Regen Quali-Gruppe rennen, das ist Rotos genau das Rennstrecke Richtige. hier in Sao Paulo. Für Felipe Und wie Massa, mir der kann jetzt jeder mal auf der 80.000 Trockenstrecke Zuschauer auf den geradeaus Tribünen bestätigen wird, das kann nur ein spektakuläres Rennen werden. fahren. Ja, spektakulär, da trifft er Hier den sehen Nagel wir auf die den Kopf. Startaufstellung und bald. Das wird jetzt spektakulär. Dann nehmen wir uns hier noch ein Setup, damit wir wenigstens eine halbe Chance haben. Und muss ich die Strategie. Ein Boxenstopp ist geplant. Na gut, dann muss ich einen ins Nass. Ins kühle Nass. Wie Sie heute mindestens den zweiten Platz Ja, da erringen. glaube ich, einen zweiten Platz. Kein Problem. Und der Bottas schummelt sich schon durch, oder was? Glaube ich aber nicht. Puh, das war knapp. Da muss ich gleich die Wiederholung reinziehen. Na, wie der Weltmeister haben wir das gemacht. Ein bisschen weit rausgekommen, aber ja, Weltklasse. Na, da bin ich gleich motiviert. Genau richtig außen hingesetzt und dann nach innen gezogen. Umgekehrt. Ich weiß nicht. Sorry, Rosberg. Na. Mein Teamkollege, der muss schon hinter mir bleiben. Ah ja, nur für die, die das Inter. Jawohl, Bottas, du machst alles richtig gerade. Für diejenigen, die es interessiert, wie man gerade sieht, fahre ich ohne Fahrhilfen. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Mein schwuler, schwuler Teamkollege. Die bremst voraus ein bisschen auf die Hinterachse, weil die Vorderreifen eh schon genug zum tun haben bei dem Wetter. Jetzt können wir noch hoffen, dass der Master auf Legende noch was zustande bringt. Das war der schöne dritte Platz. Ah, da ist das Feld auch schon wieder. Grüße euch. Es wäre jetzt nett, wenn mich einer nach dem anderen wirklich schön der Reihe nach durchlässt. Kann sich das ausgehen? Bin gespannt. Schaut mich eher schlecht aus mit dem Williams. Ziemlich wenig Grip mit dem Williams. So, wenn die Hinterachse bricht sehr leicht aus. Aha. Ja, das ist aber echt zuvorkommend. Ja, was heißt denn da? Unerlaubt überholt.
Ich kann ja nichts dafür, dass ihr fahrt, wie die aufgefallenen Gänse. Hamilton führt das Feld an. Kobayashi, du Kamikaze Driver. Aber jetzt. Rosberg legt sich mächtig ins Zeug. Er ist gerade die bislang beste Runde des Rennens gefahren. Wir sollten dann bei Gelegenheit mal fragen, wie lange es noch nass bleibt. Wetterbericht. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Na super. Bisschen zu spät gebremst. Ja, Massa. Momentan ist guter 16er da, Felipe Massa. Super. Du näherst dich mal, Leonardo. Warte auf deine Chance für einen Angriff. Ja, dieses Rennen soll ja nur das Revue quasi der vergangenen Saison sein. Das Preview. Das wird dann als nächstes Rennen geben, also mit den 2015 Autos. Auch gefahren natürlich mit Felipe Massa auf der Heimstrecke. So, und da hätten wir jetzt dann den Maldonado geholt. Muss man extrem früh schalten. Da ist er jetzt nochmal ausgebrochen beim Bremsen. Sieht man das vielleicht? Das wäre ja zu cool. Ja, das sieht man. Wow! Der wird sich auch was gedacht haben, der Kollege da hinter mir. Wer war denn das? Schaut nach Kwiat aus. Wuhu! Da ist er, der Massa, und drückt ihn schön raus, schön weit raus sogar. Na servus. Na servus, grüß euch. Ja, durchfahren werden wir nicht können mit diesen Reifen. Und das war ein Gutierrez. Esteban. Die Benzinlast beträgt nur etwa 75% des Startbenzins. Noch 75%. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn gerade gefragt habe, wie viel Sprit ich noch im Tank habe, aber naja. Wenn er meint, dann muss ich mich daran unterhalten. Ein bisschen abdecken. Wäre gelacht, wenn den Groschau davon nicht einholen mit. In diesem Jahr noch mit Renault Power sogar unterwegs. 2014, nicht vergessen. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Schneller als der Wagen vor dir in Sektor 1. Wäre ja gedacht, wenn es nicht so wäre, lieber Renningenieur. Wieder noch nicht aufmachen. Schon mag mich nicht. Wow, Kollege, wohin? Da bin ich jetzt aber schön zurückgekommen. Schauen wir uns das nochmal an.
Da bin ich ja ganz außen bei der Streckenbegrenzung entlang gefahren. Aber das hat Schwung gebracht. Schwung, den man da wieder ausnutzen kann. Da geht er außen vorbei. Wahnsinnsmanöver. Eigentlich ein Wahnsinnsmanöver, wenn wir sich ehrlich sind. Leute. Eigentlich ein Wahnsinnsmanöver. So, nach diesem Wahnsinnsmanöver natürlich wieder rauf zu Start und Ziel. Und jetzt sollte man langsam überlegen, wann man denn in die Box kommt. Ich glaube, ich werde Runde 9 anpeilen. Paris ist 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden Abstand auf Paris. Sergio Perez, wo ist er? Ups, ein bisschen zu viel Gas, es tut mir furchtbar leid. Ich glaube, da vorne habe ich ihn jetzt schon fahren sehen, oder? Ups. Komm schon. Eine wilde Driftpartie ist das da jetzt in Sao Paulo eigentlich schon fast. Ich blockiere meine Hinterräder. Guter Tipp, danke. War mir fast nicht aufgefallen. Ich esse mich nicht beachen können lässt. Schneller müssen wir werden. Die Reifen schon auch schon schlecht aus. Gut, Perez, ich komme. Lieber Sergio. Emerson Williams. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Der hat dich im Visier. Das ist ja fast ein Wetter wie an dem Tag, wo der Felipe Massa für 10 Sekunden Weltmeister war. Da warst du richtig schier nass. Auch kann das Auto auf der Strecke halten können. Ups, da hat sich schon mal einer einbaut. Es sind 60% des Startbenzins übrig, noch 60% des Startbenzins. So, wie lange machen es die Reifen noch, ist es die Frage. Oder soll ich durchfahren versuchen? Aber ob das Unterfangen von Erfolg gekrönt würde? Box, Box, Box. Quer ist der nächste, nur 5 Sekunden vor dir. Kann man nicht so genau sagen. Ja, wenn wir in die Box fahren. So, ein kurzer Boxenstopp und 12 davon 22, das ist überhaupt keine gute Bilanz. Massa, reiß dich zusammen. Servus. Leider schnell raus mit dem neuen Bock und wieder schauen. Wiedersehen. 15. Jawohl.
Gott sei Dank machen wir keine Arbeit umsonst. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Schuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Na, dann werden wir das probieren, oder? Wir haben etwa 50% des Startbenzins übrig. Noch 50%. Quert fährt wohl raus an die Box. Er kommt jetzt an die Box. Ja, jetzt sollte man sich beeilen. Ciao Daniel. So, das war Mr. Quiert auf Platz 11. Jetzt muss ich nur noch mal den Beres auf Platz 10 kaufen und dann sind wir schon wieder in die Punkte, meine Freunde. Ich bin in jedem Sektor schneller als der Haberer da vor mir. Peres ist der Nächste. Leg ihn dir für ein Überholmanöver zurecht. Okay, wir haben jetzt über die Hälfte unseres Startbenzins verbraucht. Wir sind bei 40% Benzin. So, und das war Platz 10, jawohl! Damit haben wir ein verkorkstes Rennen wieder entkorkt. Mir ist fast. Was steht da oben? Ja, Eva, was heißt das? Heißt das was? Achso. Okay. Jo, passt. War das dein Schlüssel oder Mama kommt heim? Achso, okay. So, also jetzt die Wiederholung. Ja, wenn wir es gescheit hinkriegen. Denn, da haben wir es ja. Massa nach innen. Und Massa durch. Auf Platz 10 beim Heimrennen. Na, wo sonst? Sehr schön gemacht. Hätte ich mir nicht gedacht. Die schnellste Rennrunde, jawohl.
Mir gibt Gas, Massa. Oh, da ist der Angst nach vorne. Kaum Hülkenberg, dich kriege ich noch. Und deinen Vordermann auch noch. Der Rest, da bin ich mir nicht so sicher. Wir holen pro Runde eine Sekunde auf Hülkenberg auf. Du baust deinen Vorsprung vor Perez aus. Er fällt pro Runde etwa eine Sekunde zurück. Die haben jetzt gut erwischt, die erste Kurve. Jawohl, Senna ist gut durchgekommen. Und da vorne sehe ich schon einen Nico Hülkenberg. Aber langsam tut mir der Daumen schon weh vom selber schalten. Wo ist mein verrückter Teamkollege eigentlich? Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Na geh. Wieso? Ja, von dem her passt es mal wieder rum, dass sich die zwei da vorne fetzen. Magnussen und Hülkenberg streiten sich da vorne. Aber jetzt kommt der Lokalmatador angeflogen. Meine Freunde, da müsst ihr aufpassen. Auf seiner Strecke versteht er keinen Spaß da. Lokalmatador Felipe Massa. Und da haben wir auch schon einen Kevin Magnussen. So, Windschatten fahren wir jetzt ein bisschen. Sollte sich ausgehen mit meinem Setup. Jawohl. Wir müssen nur schauen, dass wir die Kurve erwischen. Jawohl. Da waren wir jetzt kurz im ersten Gang. Da ist der Magnussen wieder. Ja, du Rotspur. Aber diesmal haben wir ihn. Das war es aber, hat jetzt sicher gut ausgeschaut. Müssen wir sich anschauen. Ja, da haben wir es auch schon, die richtige Perspektive. So, wie es mir gefällt. Schauen wir. Und jetzt da kommt er direkt an die Innenbahn gesetzt. Und na klar, geht sich's aus. Sehr schön. Sehr schön. Der Lokalmatador kämpft sich nach vorne auf Platz 9. Und da vorne steht schon der nächste Kandidat. Oder steht, ist gut. Er fährt halt noch.
Geht er sich aus jetzt im Windschatten? Davor sind wir schnell auf der Geraden. Benzin haben wir keines mehr zum Verheizen. Und die Reifen sind auch schon wieder kaputt. Ui, der Magnussen drückt an. Gut, dass er das sagt, der Herr Rennengenieur. So, und jetzt haben wir aber den Hülkenberg. So, da, das haben wir heute schon zigmal gemacht. In der Kurve nach innen stechen. Wo hätten wir jetzt den Jensen Button, wenn man suchen würde? Das da vorne, glaube ich, ist er nicht. Das wäre zu einfach. Nein, das ist ein Esteban Gutierrez. Wieder knapp, das ist eine Rutschpartie. Wow. Aber gleich ist sie zu Ende, letzte Runde. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Jetzt brauche ich kein DRS mehr. So, ich glaube, das ist ein Rennen mit... über das man so böse sein kann. Aber ich bin trotzdem zufrieden, dass ich doch wieder auf Legende in 18 Runden auf dem 8. Platz gefahren bin. Und so sollte Massa eigentlich auch zufrieden sein, auch wenn es am Anfang geheißen hat, wir sollen sich den 2. Platz zum Ziel nehmen. Steigt ein bisschen traurig aus, der gute Brasilianer, der Kleine. Aber man kann nicht alles haben, mein Kleiner. Schau nicht so böse. Gut, das war der große Preis von Brasilien. Man sieht und hört sich bald wieder, meine Freunde. Ciao. Völlig zu Recht den mittleren Platz auf dem Podium gesichert.